Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Skin Giveaway hier auf YouTube. Es gibt aber auch heute direkt noch eins auf Twitch, und zwar ab 18 Uhr. Da gibt es einen iBuyPower-Sticker. Der ist für einen Sticker gar nicht mal so wenig wert. Ich glaube 22 Euro für so einen Stickerle. Nicht schlecht. Den Sticker nur auf Twitch, heute im Livestream, ab 18 Uhr bis 21 Uhr. Und die StatTrak AWP Fever Dream gibt es jetzt hier in diesem YouTube Giveaway. Okay? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Weil ich habe wahrscheinlich beides im Titel stehen und vielleicht ist es irgendwie schwer zu verstehen. Ich werde Twitch in Klammern schreiben. Das ist nur eine Info halt für den heutigen Livestream. Am Anfang bedanke ich mich natürlich bei den beiden Sponsoren. Reifezeit, Dankeschön, Bro. Und Skinbaron, unserem Partner, wenn es darum geht, Skins zu kaufen und zu verkaufen. Ihr kennt die Seite. Wer nicht, zack drauf. Link steht in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. So. Also, YouTube Giveaway ist wieder ab heute gestartet. Es läuft 10 Tage lang und es gibt die AWP StatTrak Fever Dream. Bei diesem YouTube Giveaway hat jeder die Chance zu gewinnen, egal ob man ganz frisch ist, seit heute dabei oder schon ewige Jahre am Start. Das Einzige, was man dafür machen muss, ist in diesen 10 Tagen so aktiv wie möglich zu sein. Ich freue mich natürlich, wenn man sich jedes Video anschaut. Von den Videos, die ich täglich hier hochlade, also von deren Länge her, ist es, glaube ich, auch nicht zu viel verlangt. Ab und an habe ich was Spezielles, was vielleicht mal etwas länger dauert, wie das gestrige Video mit diesen Mofas. Das ging, glaube ich, 17 Minuten. Aber im Schnitt sind meine Videos so 7 Minuten lang, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, 7 Minuten hat man irgendwann am Tag schon mal einfach parat. Mir, beziehungsweise der gesamten Community, weil von der Community nämlich auch sehr, sehr viele Skins kommen, geht es eigentlich nur darum, sich neue Leute anzulachen, dass wir neue Leute reinbekommen und die vielleicht dann auch länger bleiben. Denn wenn man sich eben 10 Tage lang mit dem Content auseinandersetzt und vielleicht auch in die Streams reinschaut, es gibt nämlich extra Punkte, ganz klar, wer in den Streams am Start ist, Bonus! Wenn man sich damit auseinandersetzt und vor allem uns kennenlernt, so als Community, dann bleibt man vielleicht da. Und dann kommt wiederum mehr für die Community bei rum. Denn wenn wir größer werden, bekomme ich bessere Deals und ab und an kommen eben auch Leute rein, die dann sogar irgendwann so weit gehen, dass sie Sachen schenken für die Community. Gerade im letzten Stream hat jemand, der schon sehr, sehr viel geschenkt hat, also wirklich Geld geschenkt, Abonnements verschenkt auf Twitch und auch ganz viele Skins. So jemand kam als Skin-Geier mal her oder als Skin-Interessierter und hat sich dann so gemausert, wie viele andere auch, dass er sagt, ey yo, ich habe hier was rumfliegen, hier nimm das und schenk's weiter an die Community oder an neue, ne? Und darum ist es natürlich immer toll, wenn wir wachsen. Und jetzt machen wir den Kreis zu. Aktivität ist key. Wenn man nicht jedes Video schafft, ist es auch nicht schlimm. Man kann trotzdem gewinnen. Dennoch solltet ihr halt wissen, dass es um Aktivität geht. Das heißt, wer heute sagt, oh, ich mache mit und morgen nochmal kurz kommentiert und dann wieder da ist, der hat natürlich verkackt. Der kann nie im Leben was gewinnen. Und nach diesen 10 Tagen werde ich dann den Gewinner in irgendeinem Video ansagen. Aber in keinem speziellen, hier ist der Gewinner-Video, sondern in irgendeinem Video halt. Weil ich nicht solche kleinen Mini-Videos haben will, wo ich nur sage, Torben, du hast übrigens gewonnen, hol deinen Skin ab, ne? Sondern ich sage in einem Video, irgendwo drin, meistens gegen Ende, übrigens, Torben, du hast gewonnen, die so und so Waffe oder den so und so Skin, wie auch immer, schreib mir hier drunter, dass du es mitbekommen hast und dann kommen wir ins Gespräch, dann frage ich nach dem Trade-Link und zack, zack. Dieser letzte Schritt ist auch ein Schutz, den wir uns gemeinsam als Community einfallen haben lassen, um eben Skin-Geiern wirklich die Chance auf irgendwas Ergeiertes zu schmälern. Weil nur Leute, die wirklich interessiert daran sind, natürlich A, den Skin zu gewinnen, aber B, auch sich ein bisschen einzubringen in Form von Aktivität, die bekommen mit, dass sie gewonnen haben. Andere nicht. Und wenn man sich dann nach weiteren 10 Tagen, nachdem das Video erschienen ist, nicht gemeldet hat bei mir als Gewinner, dann ist der Skin einfach wieder zack in meinem Inventar und wird dann wieder rausgehauen. Meistens nicht direkt hinterher, aber dann ja in einem Stream oder in dem nächsten YouTube-Giveaway. Und fertig ist der Lack. Wem die ganze Sache nicht zusagt, der braucht ja nicht teilnehmen. Ne? Die Teilnahme ist ja freiwillig. Gut, wir sehen uns dann gleich im Livestream. Wie gesagt, heute Abend dieser iBuyPower-Sticker. Ich mache euch die Sachen sicherlich auch auf. Im Video schneide ich die rein, dass ihr seht, was es gibt. Und bis gleich im Stream. 18 Uhr geht's los, bis 21 Uhr. Muah!